Angst davor, bestohlen zu werden. Zap moin, Leute. Da sind wir wieder. Ich hatte einen Stromausfall an dieser Stelle beim letzten Mal und bin eigentlich ziemlich glücklich darüber, dass ich sowohl die Tonspur der letzten Folgen als auch die Aufnahmen dazu retten konnte. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Offensichtlich gab es bei unserem Mieter einen kleinen Zwischenfall mit dem Ofen, der einen Kurzschluss im ganzen Haus verursacht hat, was ein wenig seltsam ist, da es nämlich getrennte Sicherungskästen sind. Und ich die Vermutung habe, dass unser lieber Mieter aus Versehen den falschen Schalter umgekippt hat. Aber nun gut, wir sind wieder bei Demetrios, dem bekloppten Spiel, dem richtig bekloppten Spiel. Wow, Mann. Oh Mann, gerade mit der Gamescom fertig. Wenn ihr wissen wollt, was, wie, wann, wo, guckt das Gamescom-Video auf meinem Kanal. Ist am Sonntag rausgekommen. Oder das heutige Minecraft-Video, da habe ich noch ein bisschen was drüber geschnackt. So, hier geht's aber weiter. Im Klartext mit ganz, ganz anderen Sachen. Puh, was müssen wir überhaupt machen? Tafeln im Versteck holen. Sehr gut. Dann wollen wir uns doch mal das Toilettenpapier angucken. Hier. Wie aufmerksam. Diese bösen Jungs sind wohl doch nicht so böse. Handschuhe. Nee, ich ziehe nie Handschuhe an. Was bringt das? Wenn man ein Gehirn hat, braucht man keine Handschuhe. Das mag schon stimmen. Ein Brief, der muss wichtig sein. Mal sehen. Gratulation, Sie haben viel Geld in der internationalen Lotterie gewonnen. Total legitim. Schicken Sie uns einen 100-Euro-Scheck, um Ihren Preis zu erhalten. Ich kann es nicht glauben. Banditen haben immer so ein Glück. Du bist auch echt ein Depp, oder? Schokolade. Schokolade? Was für eine Verschwendung. Das war keine Schokolade. Das kommt aber doch davon, wenn man immer alles essen muss. Ich habe mal gehört, dass Banditen oft Sachen in den Sitzen verstecken. Vielleicht sollte ich nachsehen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine gute Idee. Ah, ich wusste es. Ich habe Füllung gefunden. Ah, kein Geld. Keine illegale Substanz, nicht mein altes, verrottetes Sandwich. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, durchaus. Stange, eine seltsame Stange, da sind Nummern drauf. 1, 2, 3, 4. Das ist ziemlich mysteriös. Ja, glaube ich auch. Cool, ein Hebel. Ich frage mich, für was der ist. Nein, gerade nicht. Seltsam, mir ist irgendwie nicht danach, ihn zu berühren. Das sollte es auch nicht. Oh, Gürtel. Gurte erinnern mich an Crash-Test-Dummies. Sie lassen ohne Gurte einen Unfall bauen. Schrecklich. Ja. Gibt's hier noch irgendwas oder so? Sitz, 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 sitz. Ah ja, den Reifen habe ich vergessen, ne? Oh, da hinten ist eine Gartenschere, die habe ich gar nicht gesehen. Steckt da nicht etwas zwischen den Sitzen? Oh, ja, eine Gartenschere. Ziemlich gefährlich, mit der Schere auf dem Sitz herumzufahren, wenn man mich fragt. Na, egal. Brumm, brumm. Sieh mich an, ich fahre ohne Führerschein. Ich bin so ein Draufgänger. Achso, das ist das Lenkrad. Ja, die Hand und den Brunnen, den haben wir uns ja schon angeguckt, ne? Da müssen wir, den Eimer haben wir uns auch schon angeguckt, Kiste ja auch. Satellitenschüssel. Egal, wie weit ich meinen Arm ausstrecke, sie ist trotzdem außer Reichweite. Das ist ein Schornstein. Das ist interessant. Aber er scheint so klein zu sein. Wie kann der Weihnachtsmann da durchpassen? Oh, ich bin dumm. Das sind Banditen. Die bekommen nie Geschenke. Ja. Sieht aus, als wären sie mit Gewalt geschlossen worden. Banditen lieben es, in der Dunkelheit zu leben. Oh oh. Hey, sieht aus, als wären meine Freunde hier. Ich kann sie von hier hören. Okay. Du wagst es ungeladen herzukommen? Und das bringst du uns? Eine stinkende Vase?
Was erwartest du von uns? Was lässt dich glauben, wir hätten Interesse? Hör gut zu, du hitzköpfiger Mann aus dem Westen. Ich habe meine Quellen. Ich weiß, dass ihr nach den 5 Platten aus der Demetrius-Prophezeiung sucht. Und auf dieser Vase stehen entscheidende Hinweise. Aber es ist eine antike nogianische Sprache und viele andere Teile haben ebenfalls solche Schriften drauf. Ihr braucht mich. Jemanden, der altnogianisch lesen kann. Alan? Ja. Lustig, er hat geschrien wie ein Mädchen. Ja, aber es wird weniger lustig, ihn zu vergraben. Guck, Waffe. Zum Glück hast du ihm keine Zeit gelassen, sie zu ziehen. Gute Arbeit. Aber warum töten? Er war eine Bedrohung. Wir brauchen ihn nicht. Der Boss kann Altnogianisch perfekt lesen. Dieser Mann kannte sowohl unseren Standort als auch unser Ziel. Ich glaube, wir müssen Phalos dafür danken. Dieser Bastard hat überall Mikrofone verteilt. Ich habe heute noch 5 weitere gefunden. Wo wir gerade davon reden, ich muss den Boss anrufen. Zieh die Vorhänge zu, ich hasse diese helle Sonne auf meinem Gesicht. Und wer weiß, ob uns nicht jemand ausspioniert. Okay. Ha. Sie haben mich nicht bemerkt, puh. Ich kann nicht glauben, was sie diesem armen Mann angetan haben. Immerhin hat er mir geholfen. Kurz bevor er versucht hat, mich zu ermorden und mich gebeten hat, jemanden umzubringen. Vergiss es, er hat es verdient. Ich kann nichts mehr sehen, aber ich kann sie noch hören. Keine Sorge, Boss. Dieser Ort ist wieder sicher. Ich habe überall nachgesehen und alle Mikrofone zerstört. Phalos hat viel zu lange mit uns gespielt, finden Sie nicht? Wir sollten ihn erledigen. Ich weiß, Sie haben recht. In diesem Fall warten wir bis zum letzten Moment. Wirklich? Sie haben eine der zwei letzten Tafeln lokalisiert? Das sind tolle Neuigkeiten. Okay, ich schreibe, nur eine Sekunde. Der Graf von Vitox mit seinem Sarg in Deutschland. Münchner Straße 5, München ist die Stadt. Okay. Wenn ihn, wo sollen wir schicken? Aber Boss, ich kann nicht gehen. Die Hochzeit meiner Schwester ist morgen. Das sollten Sie doch wissen. Ich habe Sie schon um einen Urlaubsantrag gebeten. Und Sie haben ja gesagt. Ja, ich weiß. Alan ist zu dumm für diese Mission. Kein Problem. Ich gehe am Freitag. Danke, Boss. Sie sind der Beste. Ja, natürlich putze ich mir die Zähne. Keine Sorge. Bis dann. Alan, ich werde eine Weile fernsehen. Ich will das Finale nicht verpassen, kannst du? Ich weiß, ich halte Wache. Danke, du bist ein Kumpel. Ha, ich habe mir die Adresse aufgeschrieben. Jetzt höre ich nur noch Fernsehwerbung. Er muss ihn angeschaltet haben. In Ordnung, die Situation ist ein bisschen klarer. Es sind 2 da. Mit Ausnahme der Leiche natürlich. Auf keinen Fall kann ich das mit ihnen aufnehmen. Sie haben beide Waffen und Muskeln. Aber ich habe mein Gehirn? Irgendwie? Ich brauche einen Plan, etwas Subtiles. Vielleicht sollte ich mich gut umsehen. Ich könnte eine Idee bekommen. Da ist ein Schornstein auf dem Dach, was? Eureka! Ich weiß, wie ich die Tafeln zurückholen kann. Ich habe noch was von der Schlafdroge, die mir der Zauber gegeben hat. Ich muss auf das Dach klettern und einen Weg finden, sie durch den Schornstein in der Luft zu verteilen. Diese 2 Banditen werden einschlafen. Danach hole ich mir die Tafeln und mache mich aus dem Staub. Boah, es fühlt sich an, als würde sich mein Gehirn überhitzen. Ich handle besser schnell, bevor ich es wieder vergesse. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Wie soll ich auf das Dach kommen? Ich bin verrückt. Wie soll ich daran hochklettern? Es ist viel zu hoch und ein paar Sprossen fehlen.
ein Problem nach dem anderen. Ich muss erst die Leiter reparieren. Aber womit? Passt nicht, um die Sprossen zu ersetzen. Verflixt. Die Kiste sieht interessant aus. Da ist keine Beschreibung drauf. Was könnte da drin sein? Na ja, machen wir es halt auf. Ein bisschen auf dieser Seite. Jetzt auf der anderen. Ha, eine Kiste ist wortwörtlich explodiert. So viel dazu, diskret zu sein. Hey, was ist das? Da sind mehrere rote Dinger mit einem Display und einer Zündschnur. Yep, das sieht definitiv aus wie Bomben. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das Feuerzeug in einer Kiste voller Bomben anmachen. Klar, das würde Banditen anlocken. Zu schade, dass ich dabei in die Luft fliegen würde. Okay, das ist natürlich doof, ja. Du hast schon recht. Weiße Flecken. Bestimmt Schlagsahne. Nö, doch keine Schlagsahne. Was ist da drin? Ein paar Kisten wie die da drüben. Es wäre leichter, diese anderen Kisten zu öffnen. Ich kann die auf dem Lastwagen nicht erreichen. Satellitenschüssel. Kein Wunder, ohne Fernseher würde hier jeder an solch einem abgeschiedenen Ort verrückt werden. Wahrscheinlich. Was kann ich benutzen? Was kann ich benutzen? Ich könnte das Medaillon da hochwerfen. Ich habe eine bessere Idee. Gehen wir zuerst aufs Dach. Ich habe sogar eine noch bessere Idee. Lassen wir es bleiben. Nee, das können wir nicht machen. Fensterleiter, Fensterschlüssel, Schornstein, Statuekiste, Eimer. Niemals. Ich habe schon mal gesehen, wie jemand einen Unfall gebaut hat, nur indem er an ihm gezogen hat. Und das war nicht ich. Ach komm schon, vorhin wolltest du es machen. Na, wie kommen wir jetzt aufs Dach? Zurückgehen? Jetzt doch, jetzt noch nicht. Ich habe 15 Minuten damit verbracht, durch die Wüste zu laufen, nur um hierher zu kommen. Ich gehe nicht, bis ich die Tafeln in die Hände bekommen habe. Das bezweifle ich ein wenig. Er passt nicht, um die Sprossen zu ersetzen, verflixt. Nö, es auf die Kiste zu stellen, wird mir nicht dabei helfen, sie zu öffnen. Okay. Zu spät, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Was mache ich denn jetzt? Warum habe ich das noch gleich getan? Ach du meine Güte, es kommt jemand, vielleicht sollte ich mich verstecken, solange ich noch kann. Ja. Schnell hinter diese Kiste. Es kommt niemand? Wie enttäuschend. Nö, es fehlen zu viele Sprossen, um daran hochzuklettern. Ich muss sie ersetzen, eine andere Idee habe ich nicht. Ja, ich auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Keks, wir haben noch so viele Kekse, komm. Ich habe einen Plan. Ich muss dafür aufs Dach klettern, damit ich die Droge im Versteck verteilen kann. Aber ich kann die Leiter nicht erklimmen, bis sie repariert ist. Es fehlen 5 Sprossen. Was könnte ich verwenden? Jo. 5 fehlenden Sprossen Leiter setzen zu können. Riesige Figur vom Brunnen abschneiden. Ach, die Finger vom Brunnen abschneiden. Ich verwende dafür die Gartenschere. Ah. Darauf muss man auch erstmal kommen. Warum nicht? Für einen kurzen Moment kann ich mich wie ein Chirurg fühlen. Siehst du? Perfekt, der Patient hat nicht mehr geschrien. Wo soll ich die über den großen Finger hinstecken? Das ist natürlich auch doof. Sie sind ein bisschen zu lang. Ich hobel den kleinen Finger ein bisschen ab und beschneide den Zeigefinger. Scheint stabil zu sein. Perfekt. Und wenn das nicht hält, wäre der Fall nicht so hoch. Ach du meine Güte. Das ist die einzige Lösung. Ach du meine Güte. Ich schüttel es schon, wenn ich nur daran denke. Komm schon, wir hören, die Welt ist in Gefahr, hat er gesagt. Höhenangst zu haben, sollte das geringste meiner Probleme sein. In Ordnung. Alles ist gut, beruhige dich. 1, 2, 3. Wird schon schief gehen.
Es ist schwer hochzuklettern mit all den Sachen in meinen Taschen und in meiner... Warte, meine Güte, ist das hoch. Ich bin erst 3 Sporten hochgeklettert. Ich mache einfach die Augen zu. Das ist besser. Fast ganz oben, glaube ich.